So, wieder zurück beim Scaling Agile Track. Ich habe einen neuen Co-Moderator, den Ernie, den Bert. Der Ernie ist der Coach von Bert, den seht ihr jetzt nicht. Ja? Also der Bert ist schon für die kniffligen Fragen zuständig, die wir jetzt gleich nach dem Vortrag stellen werden. Jetzt freue ich mich auf den Vortrag Best Practices RTE, wie Skalierung gelingt. Da werden Burkhard und Christoph zwei sehr erfahrene agile Coaches rund um skalierte Agilität und auch rund um die Rolle des RTEs ihre Erfahrungen zusammenfassen. Was sind denn so Strukturen und Ansätze, die einen nachhaltigen Kulturwandel ermöglichen? Also erstmal, wo kommen die Probleme her und dann, was kann man dagegen tun und was sind Strukturen, die es ermöglichen? Und die geben ein paar sehr konkrete Tipps für die Praxis, die in auch kleineren Trains angewandt werden können, aber ihre Wirkung auch in großen, komplexen Strukturen entfalten können. Ja, Burkhard, Christoph, it's your stage. Danke. Ja, danke dir. Hallo, tretet näher. Als SPC und RTE nutzen wir selbst seit Jahren agile Methoden und deren Frameworks. Wir haben viele Mitglieder agiler und nicht agiler Strukturen untersucht und überraschende Ergebnisse gesammelt. Bleibt in unserer Session, denn ihr erhaltet konkrete und praxiserprobte Tipps, die auch in herausfordernden Situationen Hilfe bieten. Und auf jeden Fall wird es bald seriöser. Wir hatten erwartet, dass bei der Einblendung von Wörtern wie RTE, Safe, Glück und anderen Reste von hierarchischen Organigrammen, Kanban-Boards oder Scrum-Schnecken finden würden. Bekannte Toolset, Frameworks und Best Practices, die dabei erfolgreichen RTEs besser wirken als bei anderen. Stattdessen feuerten unzählige Neuronen und aktivierten ihre Synapsen zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Häufig genutzte Verbindungen sind stärker ausgeprägt, selten genutzte sind schwächer ausgebildet. Wie könnte ein neuronales Organisationsmodell aussehen? Ja, unsere Präsentation ist auf drei Dimensionen generell ausgerichtet. Kultur verändert Führung, Führung schafft Strukturen und Strukturen verfestigen die neuen kulturellen Impulse. Das bezeichnen wir als Transformationsdreieck und das bildet für uns die Basis unserer weiteren Überlegungen. Die Einführung moderner Rahmenwerke führen unserer Erfahrung nach nicht nachhaltig oder nicht automatisch zu nachhaltigem Kulturwandel. Also können Safe einführen, wir können verschiedene andere Rahmenwerke einführen. Das Schwierige ist meistens das Verändern des Verhaltens der Menschen, die dort arbeiten. Und entscheidend ist aber eine tiefgreifende Veränderung unserer Kommunikationsprozesse. Deswegen haben wir begonnen, uns mit holokratischen Kreisen zu beschäftigen und drum zu experimentieren und wollen euch heute von unseren Erfahrungen berichten. Gut, das Bild auf der linken Seite kennt ihr alle, das ist eure Praxis. Wir wollen auf den unmittelbaren Austausch fokussieren, indem wir auch Teammitglieder wechselseitig entsenden, anstatt über hierarchische Strukturen zu gehen. Beispielsweise Frontend- und Backend-Teams entsenden Mitglieder, Entwickler als vollwertige Mitglieder des korrespondierenden Teams. Die sind dort dann eben auch stimmberechtigt und können auch entsprechend die Zeremonien mitgestalten und beeinflussen. Dieses Modell habe ich zum ersten Mal persönlich auf der SVP-Ebene erfahren. Wir hatten dort ein großes Programm bei uns durchgeführt, was den Kulturwandel erstmal in den höheren Managementschichten durchführen sollten. Und wir hatten immer das Problem, dass die SVPs an den Geschäftsführungssitzungen teilgenommen haben, dann ihre Führungskreise gedebrieft haben und jedes Mal ist das mit einer sehr starken Färbung dort angekommen. Ne? Und entsprechend haben sich dann die einzelnen Bereiche bei uns als Silos entwickelt. Ne? So, die erste Maßnahme war dann, dass wir die Organisationsbereiche
durch ein jeweils anderes Mitglied aus dem Management-Team haben debriefen lassen und das dann auch rollierend durchgeführt haben, sodass wir immer wieder die Perspektive auch eines anderen SVPs dann mitbekommen haben. Also es geht darum, wirklich, oder es ging in diesem Fall darum, Sichtweisen zu verändern, neue Perspektiven zu eröffnen. Und wir haben so begonnen, eben verkrustete Silo-Strukturen etwas aufzubrechen. Das nächste, worüber wir berichten können, das ist jetzt eine Large-Solution-Ebene. Wir hatten uns überlegt, wie können wir einen strategischen Prozess für die Large-Solution-Ebene strukturieren. Hatten uns dann dazu entschieden, strategische und operative Prozesse erstmal voneinander zu trennen, weil wir häufig eben die Schwierigkeiten hatten, dass die unterschiedliche Flughöhe dann zu sehr unfruchtbaren Diskussionen geführt hatte, ne? Die strategischen Prozess haben wir dann über diese vernetzten Kreise implementiert. Am Anfang, bevor wir das getan hatten, hatten wir eben, eine sehr reduzierte strategische Ausrichtung. Die war meistens auf das Produkt selbst ausgerichtet, ne? Diese vernetzten Kreise haben uns eben dazu verholfen, dass wir auch Kundenvertreter direkt in unseren Strategieprozess mit eingebunden haben. Die Kollegen auf der Kundenseite sind eben etwas anders organisiert, nach einem Spotify-ähnlichen Vorgehen. Zum Beispiel sitzen wichtige Vertreter unserer Kunden in Squads. Wir haben die RTEs hinzugenommen. Wir haben aktiv Communities, zum Beispiel die SPC-Communities, in den Strategieprozess mit eingebunden und haben dadurch auch ein Gegengewicht zu den Business-Ownern erzeugt. Also die Strategie ist insgesamt viel praxisorientierter und vielseitiger dadurch geworden. Das heißt, wir haben uns nicht nur auf die Produktseite konzentriert, sondern wir haben auch uns auch mit so Dingen beschäftigt, wie können wir uns kontinuierlich agil weiterentwickeln, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter der agilen Methoden in Fokus genommen. Wir haben Technologie- und Innovationsthemen viel stärker fokussiert, als wir es bisher hatten. Gut, die strategischen Kreise selbst skalieren dann auch wieder durch Vernetzung. Das heißt, wir sind in einem Großkonzern unterwegs. Das war eben nur eine Solution, über die wir hier sprachen. Wir haben davon natürlich noch eine ganze Reihe anderer Solution. Und in der Regel haben wir dann über bidirektionale Links uns hier vernetzt. Das heißt, wir haben einen Kollegen gewählt, der unseren strategischen Prozess in dem übergreifenden strategischen Prozess repräsentiert hat. Und der übergreifende strategische Prozess hat einen Delegierten in unserem Prozess zurückgesandt. Ne? Und wenn man das jetzt auf einen HR Release Train überträgt, kann man durchaus bestimmte Prozesse auch hier drüber implementieren, zum Beispiel Built-in Quality Prozesse, Relentless Improvement, HR-Prozesse oder Customer Journeys kann man entsprechend organisieren. Ne? Wir haben das jetzt in unserer Large Solution über eine Community of Practice for Relentless Improvement durchgeführt. Wir haben Vertreter der Kunden aufgenommen, der Trains, Chapter-Vertreter integriert und haben dann ganz konkret eine Improvement Roadmap mit den Kollegen abgestimmt, Methodenwerkzeug jetzt erzeugt. Also das ist sehr selbstorganisiert gewesen und sehr fruchtbar nach einer kurzen Anlaufzeit. Gut, im holokratischen System ist der Gesellschaftsvertrag immer so ein Thema, bildet eben die Basis der autonomen Organisation und sollte auch unternehmensweit skalieren. Wir haben bei uns im Unternehmen in den unterschiedlichen Geschäftsführungsbereichen unterschiedliche agile Frameworks im Einsatz, also mindestens Safe und Spotify. Wir haben aber auch verschiedene agile Methoden, zum Beispiel es gibt bestimmte Bereiche, da setzen wir mehr auf skalierte Kanban-Systeme. Und aus diesen Systemen kennt ihr natürlich schon gewisse Arten von skalierten Verträgen, zum Beispiel eine Definition of Ready für ein Release Train oder für eine Large Solution.
der Gesellschaftsvertrag im holokratischen System, da muss man halt meines Erachtens aufpassen, der ist ziemlich formal, ne? Da beschäftigt man sich mit so Sachen wie mit Rollen, mit der Struktur der Kreise, die ihr eben gesehen habt. Governance-Prozess ist eben wichtig, das heißt, man hat einen Iterationszyklus, in dem man sich regelmäßig auch mit der Organisation und der Aufbau der Organisation selbst beschäftigt. Ja, man beschäftigt sich natürlich auch mit den operativen Prozessen. Gut, also da wäre unsere Empfehlung, das sehr schlank und sehr angelehnt auch an die agilen Rollen, die man ohnehin bereits kennt, zu definieren. Ansonsten sind das hauptsächlich Arbeitsrollen, um die es hier geht. Und da muss man am Anfang auch ein bisschen Arbeit rein investieren, um den Scope dieser Kreise ordentlich zu definieren. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, also wir haben halt diese Kreise auch dazu verwendet, um verschiedene agile Rahmenwerke miteinander zu verbinden. Also wie gesagt, wir haben Safe auf Seiten der IT und der Fachseite, die ist eher mit Spotify unterwegs. Und wir glauben, dass das für RTEs eine richtige Chance ist. Wir versuchen wirklich auch teamübergreifend Standards über Communities einzuführen. Normalerweise sind ja Communities of Practice eher optionale Wissenselemente. Häufig empfinden die Kollegen das auch eher als eine Belastung, als unverbindlich, als Zusatz zu ihrer normalen Aufgabe. Wir haben uns aber jetzt zur Aufgabe gemacht, zentrale Funktionen von SAFE, zum Beispiel den Built-in-Quality-Prozess, standardisiert darüber zur Verfügung zu stellen. Das heißt, diese Kreise, die sowas implementieren, die haben dann auch die Verantwortung, zum Beispiel in BDD zu implementieren und in der Large Solution eben sich auch abzustimmen, dass in allen teilnehmenden Release Trains entsprechend dann auch einen Standard dafür zu erstellen und auch auszurollen. Ne? Und ja, wir wollen eben, dass zum Beispiel an diesem Beispiel BDD, dass die Anforderungen schon vorne und die Szenarien im Refinement mit den Product Ownern geschrieben werden. Wir wollen, dass an diesen Terminen Vertreter der gesamten Lieferkette bis in die Ops eben auch teilnehmen, und wir wollen auch einen Schwerpunkt auf die automatisierten Tests legen. Ne? Und das definiert quasi dann diesen Kreis, und der organisiert sich selbst, um eben diese Funktion für den Train dann zur Verfügung zu stellen. Ne? Okay, das ist in der Praxis hoffentlich dann eine gewisse Erleichterung dann auch für die RTEs, weil sie darüber natürlich dann auch ganze Funktionen wegkapseln können. Ne? Okay. So, also was wir halt gemacht haben, wir haben das auch erstmal in einzelnen Release-Trains begonnen zu implementieren und dann ausgeweitet über die Large-Solution-Kette auf sämtliche Trains, die dann da beteiligt waren, so dass wir dann eben ein einheitliches Vorgehen erzeugt haben. Und bei uns ist das eben auch so, dass wir teilweise noch separate Prozesstesteinheiten haben. Also wir sind noch nicht vollständig agil transformiert, sondern wir sind da immer noch unterwegs, eine ziemlich große Firma, über die ich rede. Und auch da muss man eben Vertreter mit in diese Kreise einladen. Und das geht ganz gut über diese Peer-Links, die ich da eben gezeigt habe. Okay. Ja, gibt natürlich dann auch Bedenken immer wieder, ne? Zum Beispiel was die Ressourcen betrifft, ne, ziehen diese Kreise nicht unsere ganzen Ressourcen raus. Häufig sagen Entwickler, ja, wir haben gar keine Zeit mehr, richtig zu entwickeln. Wir wollen lieber unsere Zeit mit unseren konkreten Problemen verbringen, als in irgendwelchen Sitzungen zu hocken. Und das trifft ja ganz häufig auf die klassischen Communities of Practice zu, je nachdem, wie die organisiert sind. In dem Moment, wo ich da nicht genügend Mehrwert rausziehen kann, verabschiede ich mich da wieder raus. Was wir hier erreichen wollen, ist aber etwas anderes. Wir wollen hier wirklich eine entlang der kompletten Lieferkette eine End-to-End-Qualität erreichen, und wir wollen eben auch die Velocity des Arts und die Qualität der Lieferleistung dadurch verbessern, und jeder dieser Kreise ist eben auch völlig autonom verantwortlich dafür, diese Prozessqualität zu erreichen, zu standardisieren, und das ist ein Teil ihres Arbeitsergebnisses, würde ich mal sagen. Es ist also nichts, was daneben steht. Ne?
Gut, tatsächlich ist aber die Effizienz natürlich auch ein wichtiges Thema und wir haben am Ende noch ein paar Anregungen dazu, wie man die Effizienz auch optimieren kann. Gut, das holokratische Modell und ermöglicht uns, verschiedene Organisationsmodelle miteinander zu verknüpfen. Ne? Wir kennen das aus SAFe in dem Bereich Business Agility. Ne? Also wir bemühen uns momentan zum Beispiel ganz konkret in unserer Organisation wegzugehen von stark hierarchischen Linienorganisationen. Wir flachen die jetzt im ersten Schritt sehr stark ab und wollen in einem zweiten Schritt immer mehr auch den Kreisorganisationen entgegenkommen, sodass wir auch immer stärker quasi die End-to-End-Prozesse und die Kunden mit in den Fokus bekommen. Ja, und da ist halt also ist wichtig, dass diese Kreise autonom organisiert sind und nicht mehr in der alten Hierarchie. So. Ein Kulturwandel wird nur dann durch eine Reorganisation ausgelöst, glauben wir, wenn sich auch die Kommunikationsbeziehungen nachhaltig verändern. Wir wollen ja, dass eigentlich die Teams mehr selbstorganisiert arbeiten und dass eigentlich so eine Community of Practice so die Legislative wird. Also sie stimmt ab über alle hinweg die beste Vorgehensweise. Sie hat das Recht dazu, aber auch die Pflicht. Das heißt, eben genau dafür diese Kreise einzusetzen, um damit halt eben auch den Release-Train-Engineer und den Train selbst so autonom zu gestalten, dass es echt stärker wird in der Selbstorganisation. Kultur bezeichnet zu einem sozialen Ökosystem eben gelernte Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster. Und das kennt ihr aus den SAFe-Kursen, dieses Video mit dem Fahrrad, wenn ihr euch daran erinnert, das ist ja auch die Aussage, um neue Muster zu erlernen, müssen wir alte Muster erstmal verlernen. Dies ist nicht nur durch die gezielte Veränderung in unserer Umwelt möglich. Ein holokratisches System löst eben diese monopolistischen Kommunikationskanäle auf, weil eben immer die am meisten betroffen sind oder am besten für eine Lösung geeignet sind, zusammenarbeiten sollen. Aber das eben autorisiert. Ja, sei es die beiden, die die Schnittstelle bearbeiten, sei es jemand, der innovativ ist, der eine Continuous Integration Pipeline aufbaut oder BDD oder was auch immer, nicht über Hierarchien zu gehen, sondern selbst und schnell und in Eigenverantwortung zu agieren. Führung hat also die Aufgabe, diese Strukturen genauso zu verändern und nachhaltig zu etablieren, denn das ist ja auch im Sinne der Führung, denn sie werden ja genau von diesen alltäglichen operativen Aufgaben entlastet, um sich halt mehr den strategischen, den Qualitäts-, den Kundenzielen zu nähern. Führung in holokratischen Kreisen bedeutet also, dauerhafte Kommunikationsbeziehungen zu unterstützen. Und das ist das, was wir glauben, was mit Servant Leadership eigentlich gemeint ist. Und jetzt kommen auch noch wirklich die versprochenen Best Practices. Ich gebe auch ein bisschen Gas. Also das Erste ist einfach, optimiert eure Struktur. Initiiert die Einführung eines skalierten Gesellschaftsvertrages innerhalb des Trains. Bindet alle Stakeholder und Teams bei der Formulierung des Vertrages ein, so wie es heute schon bei skalierten Definition of Ready, Definition of Done tut. Besetzt die Key Positions des Trains doppelt und wechselt nach jedem PI die Zuständigkeit. Ein Beispiel, während sich der eine RTE operativ um die Einhaltung des Lieferversprechens kümmert, stärkt der andere als Servant Leader die Selbstorganisation. Bildet sinnvolle Community of Practice entlang eurer Lieferketten, welche das Recht und die Pflicht zur Definition von teamübergreifenden Standards haben. Implementiert zentrale Funktionen des Trains, wie zum Beispiel Build in Quality, Rentless Improvement, über vernetzte Communities. Fördert die Train-übergreifende Vernetzung, insbesondere mit den agilen Business-Teams oder HR-Teams. Fördert die Train-übergreifende Vernetzung mit thematisch verwandten Teams. Ihr wollt ja spätestens in Large Solution gleichartige Vorgehensweise, wenn möglich, erreichen. Das ist ja das, was wir mit Lean eigentlich in dem Modell bezeichnen. Denn nur dann habt ihr auch eine Chance, wenn alle Trains und alle Teams mehr oder weniger einheitlich so eine Methode haben, wie sie Anforderungen formulieren. Zum Beispiel BDD-like mit Narrative und Szenarien. Nur dann habt ihr eigentlich eine Chance, auch leicht Mitarbeiter aus anderen Trains, Ressourcen mal in euren hinzuzufügen und euren Teams hinzuzufügen, um Engpässe zu kompensieren. Das geht ja sonst gar nicht. Wenn alle unterschiedlich arbeiten, habt ihr so viel Aufwand in dem Einlernen, dass es sich fast schon nicht mehr lohnt. Trennt daher operativ und strategische Prozesse in separate Kreise, die untereinander durch Delegationsmechanismen verbunden sind. Die Kreise demonstrieren regelmäßig ihre Arbeitsergebnisse. Warum nicht im IP-Sprint?
verändert die Kommunikationsbeziehung innerhalb und außerhalb des Trains durch eine doppelte Verlinkung der Kreise, verlagert die Entscheidungsprozesse von bestimmten Rollen in operative und strategische Kreise, erhöht die Effizienz der Kommunikation, indem ihr agile Coaches in die Kreise einbettet, erhöht die Qualität der Ergebnisse, indem jeder Kreis einen eigenen Facilitator erhält, fokussiert die Kreise auf klar definierte Ziele und Prozesse mit Hilfe des Gesellschaftsvertrages und schafft dadurch auch Transparenz. SPCs und agile Coaches erhalten einen eigenen Kreis. Dieser kann durch Scrum Master ergänzt werden. Erhöht die Vernetzung der Kreise an Stellen, die viele und wiederkehrende Impediments erzeugen. Ermöglicht euren Teammitgliedern einen Sabbatical Sprint. Organisiert den Innovationsprozess im Train über einen eigenen Kreis, der die Impulse der Teams aufnimmt und die IP-Sprints vorbereitet. Bei uns ist es zum Beispiel so, auf Teamebene, aber auch auf Train-Ebene kann im Team das Team bestimmen, ob jetzt zum Beispiel einer oder zwei Mitglieder des Teams sich eines innovativen Themas angehen, zum Beispiel Continuous Integration, automatisches Deployment, Qualitätsverbesserung, Verbesserung von Testdaten. Und es ist genauso eine Anforderung wie jeder andere auch im Team. Das heißt, es gibt eine Story dazu, die wird bepokert. Und am Ende des Sprints gibt die Person, die jetzt dafür tätig war, auch eine Präsentation und eine Schulung an die Teammitglieder und dann wieder auch skaliert an den Train, sodass eben das Wissen auf alle weitergegeben wird. Und ich glaube, dass auch nur so Innovation entsteht. Innovation kann ich nicht von oben nach unten delegieren. Innovation entsteht aus den Ideen von den Leuten beim Arbeiten und da brauchen sie auch Raum, dass sie das ausüben können und auch die Wertschätzung, auch die Möglichkeit, es zu publizieren, sonst geht es halt nicht. Implementiert ein oder mehrere Kreise für ein Team gebundenen kollegiale Beratung. Hier erhalten Kollegen Unterstützung zu konkreten Problemen. Und jetzt zu uns. Bevor wir jetzt zur Fragerunde kommen, möchte ich mir uns eigentlich noch mal bei euch kurz vorstellen. Also Christoph ist ein erfahrener SPC und RTE bei der Deutschen Telekom IT. Ich schätze an ihm seine zupackende Art und seine Weitsicht. Er kann mit vielen Themen gleichzeitig jonglieren und ist Vorkämpfer für Innovationen im Unternehmen. Danke dir, Burkhard. Ja, der Burkhard, der ist auch ein erfahrener SPC und RTE. Wir kennen uns seit 2017. Da haben wir uns beim größeren Projekt zum Aufbau eines Agile Release Trains getroffen und seitdem bauen wir gemeinsam regelmäßig auch agile Strukturen auf. Ich kann sagen, wir haben immer viel Spaß miteinander. Ja. Der Burkhard bringt eben als SPC im Gegensatz zu mir auch Erfahrungen aus verschiedenen Branchen ein. Ich komme ja immer nur aus der Telekommunikationsbranche. Ich finde, er kann super gut Menschen überzeugen und er brennt auf jeden Fall für die agile Sache und auch für seine Teams. Habt ihr Fragen? Habt ihr Interesse an einem kollegialen Austausch? Mhm. Möchtet ihr das Handout, ja, und vielleicht noch ein paar Bonusfolien, die wir jetzt nicht hier bringen konnten in einer halben Stunde, dann schickt uns einfach eine Mail mit euren Kontaktdaten und ein paar Hinweise an die Mailadresse, die wir eingerichtet haben, team4at, also team4at@bschmidt.com. Ihr haltet dann als Autoresponse diesen Foliensatz und wenn ihr möchtet, uns einen Hinweis gibt, dann möchten wir gerne vielleicht ab Januar so einen Kreis bilden mit euch virtuell, wo wir echt mal Themen angehen, eure Fragen, die wir jetzt hier nicht beantworten können, beantworten wollen und gerne auch zusammen austauschen, um dann vielleicht zusammen noch bessere, noch coolere Lösungen für unsere Kunden und unsere Unternehmen zu finden. Herzlichen Dank. Mhm. So, herzlichen Dank, Christoph. Herzlichen Dank, Burkhard, für euren Vortrag. Jetzt ist es ja so, höre ich Holokratie, habe ich sofort diese Reaktion mit Bürokratie. Also es gibt ja sehr viele Organisationen, die mit Holokratie gestartet sind und dann irgendwann gesagt haben, oh, da gibt es jetzt aber doch zu viele Regeln und nochmal ein Repräsentant hier, Repräsentant da. Wie geht ihr damit um? Also wie kriegt ihr das im Griff, dass da nicht die Bürokratie über die Agilität obsiegt? Ich
Ich denke, das ist eine der kritischen Fragen. Ne? Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich in den Griff bekommen. Also was wir getan haben, wir haben, also wenn man sich mal diesen Gesellschaftsvertrag anschaut, der ist ja, glaube ich, 45 Seiten lang, den haben wir sehr pragmatisch, sage ich mal, ausimplementiert. Ne? Also wir haben ein Rahmenwerk für Rollen bei uns im Konzern, so dass wir von Seiten der Fachseite, die ja eher mit Spotify arbeitet und bei uns wissen, was verstehen wir zum Beispiel unter einem RTE, was ist ein Business Owner bei uns, was können wir von Scrum Master erwarten, die haben wir im Wesentlichen als Grundlage genommen und haben die dann eben ergänzt um spezifische Arbeitsrollen in den Teams. Ne? Sehr viel mehr haben wir da aber nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Die Kreisstrukturen beschreiben wir, ne? Das finde ich auch wichtig, aber wir beschreiben sie relativ schlank, würde ich sagen. Und wir sind auch jederzeit, also die müssen auch nicht perfekt beschrieben sein. Das ist eine 80-20-Regel meines Erachtens völlig ausreichend, weil du ja ohnehin in einem regelmäßigen Governance-Termin hingehst und die versuchst anzupassen. Also es ist eher so wie ein Startvektor, nehmen wir das. Von daher, also ich glaube, hier muss man echt ein Augenmerk drauf haben, dass das sehr übersichtlich bleibt. Ich glaube, da hilft nur gesunder Menschenverstand. Implementiert das nicht einfach sinnlos aus oder so. Da ist weniger mehr, meines Erachtens. Ich glaube, so ein Vertrag, ich meine, klar, der kann 45 Seiten sein. Ja, ein gültiger Vertrag ist aber auch ein Handschlag. Und ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen auch auf die Reife schauen, die vielleicht so ein Train hat oder so ein Team hat. Also ich denke mir halt, wo ich vielleicht sehr wenige, aber trotzdem irgendwie mal so Absprachen brauche, wäre ja sowas wie, okay, ich bin jetzt im Train drin, und habe zum Beispiel so ein Frontend-Team, ein Backend-Middleware-Team, die irgendwie zusammen Schnittstellen übergreifen was entwickeln müssen. Und das ist sicherlich mit ganz wenig Formalismus klar zu regeln, dass die beiden Entwickler direkt in den Austausch reingehen und vielleicht auch innerhalb dieses direkten Austausches vielleicht sogar Modifikationen an der Schnittstelle oder an der Spezifikation durchführen können, wenn dies im Sinne der Lösung ist. Und dann das erstmal auch vielleicht als Bike probieren und im Anschluss dann noch einen Architekt oder wie auch immer dazu bringen. Also auch die Legitimation haben, etwas zu tun. Ich glaube, wo es ein bisschen komplizierter wird, wäre es so bei der Community of Practice zum Beispiel, die eben die Qualität verbessern soll entlang einer Lieferkette, wo ja tatsächlich, damit es auch funktioniert, aus allen Teams, aus allen Bereichen, Segmenten einer Lieferkette, also von der Anforderung über Test, Entwicklung, Deployment, Betrieb, die Personen zusammenkommen müssen, um da auch letztendlich Vorgaben zu entwickeln, die alle Teams und alle Teammitglieder zu befolgen haben. Und das ist sicherlich was, was ein bisschen mehr Legitimation braucht und deswegen auch vielleicht mal mehr als ein Handschlag. Ja, also sagen, okay, wir machen das jetzt wirklich im Narrative und Szenarien oder wir geben keine Stories mehr rein oder keine Features mehr rein in Train, die nicht real testbar sind, also wo wir nicht Testdaten für haben. Ja, was nutzt es uns, eine Anforderung in vielleicht 5 Tagen zu entwickeln, aber 10 Tage brauchen wir, bis die Testdaten da sind, um es zu testen. Ja, oder sowas wie Fail-Fast-Strategien, Unit-Tests, was sind so die KPIs? Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr und das ist halt ein bisschen ausgefallener. Ja. Mhm. Jetzt ist Ernie ja immer so auch stark daran interessiert, was dann auf der Teamebene passiert. Und er hat mich dann gefragt, ob ihr da schon Erfahrungen habt mit Widerständen. Also habt ihr Widerstände auf der Teamebene oder durch die Scrum Master erfahren? Weil das ist ja nochmal etwas, was man auch so berücksichtigen muss, was man auch erstmal kennenlernen muss, welche Kräfte da wirken und so weiter und so fort. Und selbst beim Schritt vom Chaos in ein kleines agiles Team gibt es Widerstände, weil es ist ja irgendwie ein Regelwerk vom kleinen agilen Team ins großes Geld, Agile, Widerstände, weil sehr viele Regeln und Rollen und ich weiß nicht was und Dinge, die berücksichtigt werden sollen. Und jetzt kommt ihr noch und sagt, da braucht man auch die Kreisorganisation und eure Erfahrungen mit Widerständen. Also zum einen war es, und also Widerstände gab es, zum einen war es uns halt wichtig, dass wir
nicht grundsätzlich was Neues einführen. Wir haben also schon die Standard-Safe-Events verwendet und sie teilweise ergänzt. Wir haben gleichzeitig haben wir uns dann mit den Kollegen hingesetzt und ein Review unserer Community of Practices gemacht. Also wer nimmt eigentlich an wie viel Sitzungen teil und haben begonnen, die auch drastisch zu reduzieren mit den Kollegen. Und haben die Communities eben empowered, die eben den größten Nutzen, sag ich mal, für den Train hatten. Und da haben wir dann etwas mehr formalen Aufwand getrieben in dieses Empowerment. Aber wir haben prinzipiell fast nirgendwo für auf der Teamebene neue Sachen gemacht. Wo wir wirklich neue Sachen gemacht haben, war mehr auf einer Skalierungsebene, wo wir wirklich strategische Prozesse eingeführt haben, die bisher meines Erachtens auch nicht so gut ausgeprägt waren, die auch teilweise vielleicht noch durch, wir haben so Konstrukte wie ein Business Owner von der Fachseite und ein Business Owner von der IT und die dann teilweise doch noch von alten Linienkräften besetzt. Da haben wir versucht, ein Gegengewicht zu schaffen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber für die Teams haben wir uns bemüht, nicht keinen großartigen Overhead zu schaffen. Ja. Ich denke, die Teams an sich sind ja auch schon eigentlich sehr ähnlich strukturiert und organisiert. Ja, auch ich denke, was halt auch so ein Punkt ist, ich glaube, dass Widerstände gerade bei Einführung von skaliert agilen Frameworks eher häufiger, meiner Erfahrung nach, von etablierten agilen Teams kommen, weil die Angst haben, sie müssen was aufgeben, sie müssen eine für sich vielleicht sogar sehr gut funktionierende und eingeübte Vorgehensweise ein Stück davon abgeben. Und während man Teams hat, die vielleicht bis jetzt noch gar keine Berührung damit haben oder vielleicht eher so ein bisschen iterativ arbeiten, für die ist es viel einfacher, sich da hineinzufügen, weil sie da auch ein bisschen mehr die Vorteile sehen. Und an diese agilen Teams, die da eben nicht so motiviert sind, muss man aber ganz klar sagen, das hatten wir auch versucht, auf der einen Folie darzulegen, es geht nicht um das Glück des einen Teams, sondern es geht darum, ein Lieferversprechen zu realisieren, in einem skalierten Umfeld. Und dazu gehört es eventuell auch, dass man vielleicht mal auch mal am Anfang mehr zurücksteht und nochmal zurückgeht auf mehr Regeln, auf mehr Basis, um allen anderen Teams, die noch nicht so weit sind im Train, auch die Gelegenheit zu geben, zu reifen und dann aber relativ und eben aber genau dieses Wissen und diese Erfahrung, die sie haben, über solche Kreise in Communities oder innerhalb der anderen Trains zu sharen, damit da schnell der Lerneffekt entsteht. Und meistens werden diese Teams dann aber auch damit belohnt, dass sie nochmal ein paar sehr coole Ideen und coole Erfahrungen von anderen Teams bekommen, die nochmal neue Dinge vielleicht bedenken. Also wir hatten zum Beispiel gerade, wir haben das versucht, eine Large Solution mit sämtlichen, also es waren 6 Trains und mit auch vielen dieser Teams ein einheitlichen Build in Quality-Prozess zu gestalten. Und da kam ziemlich viel Pushback, weil jeder wollte das quasi, jedes Team hat das leicht anders gemacht. Und auch jeder Train hatte da eigene Vorstellungen. Der eine hatte schon mit BDD rumexperimentiert, der andere hatten noch so einen Hub-Integrationstest. Und wie gesagt, wir haben auch immer noch noch so eine alte Wasserfall-Prozesstestphase noch nicht vollständig aufgeräumt bei uns. Ne? Und dann haben wir die Kollegen zusammengeführt und haben gesagt, wie wäre es, wenn wir quasi einen Kreis bilden, der wirklich auch die Verantwortung hat, das nachhaltig und vollumfänglich zu gestalten. Und wir geben euch auch ein paar wirklich, wir haben ein paar coole Evangelisten gefunden in verschiedenen Bereichen, mit denen ihr hier mal starten könntet. Ne? Also Leute, die sehr erfahren waren im BDD, aber auch Leute zum Beispiel im Predictive Analysis. Wie kann man also Predictive Analysis Modelle in der Testautomatisierung verwenden? Haben verschiedene Automatisierungsansätze auch sehr pragmatisch quasi ihnen vorgestellt. Und dann kam plötzlich so eine Diskussion auf. Ne? Dann wollte jeder auch mal einen Vertreter da rein entsenden und auch damit rumexperimentieren im IP-Sprint. Also da kam dann ein Mehrwert auf. Ne? Und dann ist so langsam der Widerstand etwas gebröckelt. Das hat dann auch nicht jeder mitgemacht. Das ist ja auch freiwillig. Ne? Aber die meisten Trains haben dann und Teams haben dann eher einen Mehrwert für sich gesehen. Ne? Und viele haben dann ihre
teilweise auch ihre POs da reingeschickt, weil wir auch vorne die Szenarien in Görkin dann beschrieben haben wollen. Dann waren die POs auf einmal auch an Bord. Also es war ist ein ganz guter Kreis geworden, ne? Aber es ist auf jeden Fall immer ein längerer Weg und ja, bedarf etwas Überzeugungsarbeit auch, ne? Man muss die Mehrwerte aufzeigen können. Und ich denke mir, das ist auch, was der Christoph so formuliert, zeigt ja auch an. Also ich denke mir so, von der alltäglichen Arbeit hat sich gar nicht so viel verändert. Ich denke, das, was aus dem Holokratischen herauskommt, ist eher die Legitimation. Einem Product Owner oder einem Scrum Master, den wird man die Legitimation zusprechen, wenn der zurückkommt aus dem Kreis und sagt, pass mal auf, wir bilden jetzt hier Szenarien und bilden das Narrative so oder beschreiben so unsere Testdaten, dann ist das so. Wenn jetzt aber ein Entwickler oder ein Tester zurückkommen würde aus einer Community of Practice und sagt, pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen, da würde vielleicht in manchen agilen Team könnte die Möglichkeit bestehen, dass entweder Product Owner oder Scrum Master auch das Team sagt, nee, machen wir nicht. Und dafür braucht man eigentlich einen Vertrag. Ja, dass man sagt, okay, wenn wir die Leute hinschicken und das Ziel haben, in dem Beispiel Gleichartigkeit zum Beispiel im Vorgehen von Test oder Qualität zu erreichen, dann ist das nicht verlorene Zeit, wenn er da reingeht, sondern mit den Ergebnissen, die er zurückkommt und das auch skaliert. Ja, also nicht nur über die eine Lieferkette, über viele Lieferketten, ja, dann ist das, was da zurückkommt, auch nützlich und dann wird es auch eingehalten. Das ist eher der vertragliche Aspekt, ja. Denn sonst verpufft es, sonst macht es gar keinen Sinn. Ja, und dann ist es auch verlorene Zeit. Ja. Okay. Burkhard, Christoph, danke für euren Vortrag. Ihr habt ja eure Kontaktdaten hier gestreut. Ihr seid ja auch noch weiter jetzt hier in der Konferenz unterwegs. Ja. Man kann auch direkt auf euch zugehen über die Direktansprache letztendlich. Mhm. Und wenn sich dann einige Interessenten melden, macht ihr sicherlich auch eine Session auf, um das dann nochmal zu vertiefen. Ja, danke für euren Vortrag. Viele spannende Anregungen und Einblicke in diese Herausforderung, die wir, glaube ich, alle kennen, ja, wenn wir Agilität ein Unternehmen etablieren wollen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Konferenz. Danke. Ja. Auf jeden Fall. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao.